Höret, höret, ihr kleinen Wichter! Heute wird uns ein Mann ein neues Vergnügen mitteilen, nämlich das sogenannte Schwanenwürgen. Wie genau das funktioniert und wie man es richtig macht, ohne sich zu verletzen, Sir Kreis. Nun, neulich beim Würgwichteln wurde unserem König ein Schwan zugespielt. Und das Schwanenwürgen stellte sich als ein illustres Hobby heraus. Er hatte sehr viel Spaß, nachmittags die Schwäne am Teich zu würgen mit seiner geliebten, holden Maid Mutilda. Mutilda hatte 4 Beine, aber war super nett. Deswegen preist Mutilda und... und taucht ein ins tiefe Königreich. Ich muss immer kämpfen. Wieso? Kann ich einfach Frieden herrschen? Können wir nicht einfach alles gemeinsam von Schwäne würgen? Oh, hier sind so viele Gegner. Heb schnell das Geld auf, Mist. Alter, ich habe eben gerade schon 3-mal Geld aufgehoben. Ich wollte schnell das Geld aufheben. Es war keiner da. Ich habe nicht schnell genug registriert, dass ich ein Dieb bin. Ich war noch dabei, einen Schwan zu würgen. Ach, Mann. Nun, aber wer nicht bewertet und nicht kommentiert, der wird nachts von einem Schwan in seinem Bett heimgesucht und intensiv gewürgt. Boah, hier wird schon richtig abgemetzelt. Ja, ja, aber wir klauen hier schon die Beute vom schwierigsten Spot eigentlich. Bam! Ist der Thunderstone. Ey, wir haben richtig Gold geklaut, Junge, ey. Ich bin hinten drin und klaue ihnen auch nochmal hier ordentlich Waffel. Lord Thunder Waffel. Lord Waffelprinz. Leute! Boah, da kam einer von hinten, aber ich habe denen hinten eine richtig schöne heiße Waffel aus dem Goldloch gestohlen. Alter, wir haben aber das... Au, au, aua! Warum? Er möge mir eine heiße Waffel kredenzen. Ich habe richtig gespielt, Alter. Vor allen Dingen, das ist echt das schwerste Gold ist in der Mitte. Und das ist schon komplett weggelootet jetzt. Ui. Ah, guck mal hier. Ich muss es gar nicht klauen, aber ich klaue nochmal. Masons, their soldiers are making a final stand. Finish them. Geil. Ich habe da nochmal ein bisschen Gold mitgenommen. Das ist dann für meine Privatsammlung, oder wie? Ja, ja, das kannst du dann privat beim Schwänewürgen kannst du es ansehen. Beim Schwänewürgen kann ich dann meinen Ständer und das Gold betrachten, ne? Ja, ja. Froschpressen ist jetzt auch wieder irgendwie im Trend, ne? Also naja, man muss halt, man sucht Dinge, ne? Man sucht Dinge. Man sucht einfach Dinge zum Würgen und Pressen. Na und, werft doch euren Scheiß. Da schon, da ist einer runtergedroppt. Na, mehrere. Aktiviere deine Tröte. Nee, geht nicht. Meine Tröte ist nicht bereit. Jetzt. Ah. Ich bin verbrannt. Aber egal, wir haben das Tor offen. Boah. Hey, warum schlägt er denn hier um sich? Egal, ich habe hier richtig nochmal reingerödelt. Ich habe einen schön die Flammen getreten. Schön reingetrödelt, ey, der Trödelclub hier. Ja, wir sind leider ein bisschen zu spät in die Runde, aber wir haben gesagt, wir kommen und sahnen. Boah, Alter! Was war das denn? Ach, der Kam Bogen! In Sahn out. Keanu, Polen. This is my first time, hat er geschrien. This is my first day, das ist sowieso der beste Spruch. Boah, Thunderstone. Nee, Thunderone. Oder Thunder One? Hat viele Namen. Blitz 1. Weißt du, heute habe ich noch Einkauf gemacht, ne? Und habe richtig viele sehr, sehr gesunde Sachen gekauft. Top-Qualität und alles, ne? Und dann musste ich trotzdem sündigen, weil ich was heute entdeckt. Und zwar so Hörnchen. Kennst du ja diese Kinderhörnchen mit Schokocreme, ne? Ja. Da gibt es jetzt Milky Way und Mars Edition. Da konnte ich halt nicht Nein sagen, ne? Und nein, die Milky Ways waren alle schon fast weg. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann nehme ich gleich 3. Ah, weil, was soll der Geiz so auf die Art?
Ich habe auch Dings gesehen, die sind auch geil hier. Knoppers hat ja wieder was Neues. Ach, diese Goodies oder wie die heißen, ne? Wir haben jetzt Bällchen. Alter. Ja, Goodies heißen die. Knopper als. Ja, schöne kleine Knopperbällchen, ne? Ja, so ein kleines Knopperbällchen. Das geht immer weg. Da stehst du so am Schrank und denkst dir, ach, so ein kleines Knopperbällchen. Ja, so Knoppernällchen reinballen. Ja, eben. Schön an die Ballen. Ja, geht runter wie Knoppersöl. Schön an den Knopperball. Geht denn hier ab eigentlich? Braucht den Horn oder was? Immer. Gibt's mal ein Horn für alle? Ist wieder so ein. Ich bin in einem coolen Clan und zeige es durch meine Rittersmontur, Ritter. Hä? Der schlägt aber auch alle. Der schlägt, während ihr auf den einprügelt mit vier Mann, schlägt er mich einfach noch tot nebenbei. Der lebt ja noch mit einem Arm hier und rasiert. Ja. King Goofy. King Goofy, Alter. Der Kaschball. Komm schon, die Soldaten, sie müssen sterben. Da kommen noch Bauern, aber. Alter, wieso geht mein Angriff nicht? Bam! Alter, den habe ich richtig abgegooft. Warum ist nur noch ein Ritter da oder so? Zwei da hinten, aber es ist halt so das Ritter Strammbart. Einer. Boah. 40 Seconds, Alter. Wo ist Ritter Strammbart? Ist der in der Ecke? Ja. Alter, und noch mal gut Punkte rausgeholt aus dem Strammbart-Viertel. Sieg! Geht nochmal drauf. Ja. Nice. Ritter Strammwurst. Alter Ritter Strammelwurst. Der hat aber auch einen strammen Riemen gehabt. Angeblich haben wir eh hier Legendenstatus in dem Spiel, sagen viele Leute, ne? Weil wir die Flagge hochhalten. Die Flaggen hochhalten. Die letzten Let's Player, die das spielen, so. Nein, Kies, es gibt noch ein paar Armies. Die leben davon. The Battle of Dark Forest. Das ist halt das Geile, wenn du ein Ami bist, ne? So, also ein englischsprachiger Kanal. Ja, englischsprachiger Kanal hat halt. Ja, du hast dann halt die ganze Welt als Kunde. Und dann kommen am Ende bei so einem Spiel wie Chivalry, wenn du nur jeden Tag Chivalry machst, nur dein Top-Gameplay jeden Tag hochlädst, kommen halt trotzdem 50.000 Menschen zusammen. Ja, klar. Da bist du auch viel besser, was die Werbung angeht. Die haben dann viel besseren CPM-Abdeckung als wir hier. Englischsprachige Kanäle. Ja, das ist halt das Ding. Da machst du richtig Patte. Da macht dann einer mit 50.000 Klicks auf einem Video pro Tag. Der hat ausgesorgt. Muss jeden Tag nur seine Runde Chivalry hochladen. Ja. Weil mehr braucht's ja gar nicht im Endeffekt. Wenn du 50.000 jeden Tag kontinuierlich hast und der alte Kram zieht ja auch noch nach. Hast gepackt. Ja. Mehr brauchst du nicht. Hast du deine $30.000 im Monat. Ja. Du kannst richtig chillern. Du kannst ja chillern. Und halt Chivalry daddeln. Weil das ist halt der Preis. Alles, was uns Spaß macht, gibt's ja keine Klicks, ne? Das ist so eine allgemeine Regel. Hast du Freude, machst du kein Geld. Na, jetzt kommt sein Mate, ne? Jetzt kommt sein Mate. Und muss ihm helfen. Aber ich habe ihn noch weggerotzt. Schön an die Mandole gelangt, dem Mann da drüben. Alter! Jetzt haben sie sich aber hier durchgeprügelt. Porcupine. Ey, wir sind weniger. Wir sind immer weniger. Hier, weg. Arox. Der Grausame. Oh, da kommt wieder sein Mate von hinten. Oh, ich hab ihm kniend auf den Sack einen geboxt, der ist down gegangen. Das ist halt, das ist das, was die Leute sehen wollen. Sackschläge, aber von unten. Sackschläge. Und da ist es auch ein fairer Sackschlag. Dann ist es auch ein fairer Sackschlag, wenn du eh am Boden liegst. Dann ist es absolut legitim, wenn du blutend am Boden liegst. Dann ist es der Moment, wo du jemanden ohne Reue in den Sack schlagen darfst und ohne dich dafür zu schämen. Ey, diese Exekutionsaxt, ne? Wo gibt's die eigentlich? Das ist eine Mordaxt. Ist eine Mordaxt auch sowas wie eine Exekutionsaxt? Nur halt von... Nein, ich muss aber erstmal zu Penny.
Geh aus dem Netto. Geh aus dem Netto. Onkel Netto-Bitch. Oh, jetzt kommt wieder... Wie ich hier immer nur von... Oh, ich habe jemanden wieder mit einem Eierschlag, die da... zwei! In einer Folge. Aber das auf Band? Zwei Eierschläge. Da wird geschrien und gekloppt. Geschrien und gekloppt. Der hier, der will in den Wald fliehen. Ja, wir müssen eigentlich ganz geleit. Boah, ne? Und ja, wieder einer von hinten. Ey. Aber er liegt am Boden. Immer hier von hinten ans Geleit gelangt. Ah, langsam füllt sich's aber. Langsam füllt sich's hier vorne auf der Party. Oh, oh, oh. Ich kann nicht unterscheiden, Freund oder Feind, weil alles blutig ist. Oh, was, Alter? Wie die aber auch mit vier Leuten auf einen losgehen jedes Mal, ne? Ja, es ja, ist jedes Mal dasselbe. Das gibt's doch nicht. Stehst irgendwo, du hast so ein bisschen kleinen Kampf und dann bam, 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 bam. Vier Mann schmettern was dich von allen denn? Seiten kaputt. Was war das denn, du? Ich war eben gerade so eine Flamme irgendwie mit einem kleinen Zeh, aber ich tot. Ja, sicher, ja. Oh, sicher, ja. Ja, hoche, du. Oh, jetzt zündet der hier an. Irgendjemand klingelt bei mir. Ich kann nicht. Spiel Ritterkram. Alter, die Köpfe rollen hier. Ist ja Wahnsinn, was da abgeht. Naja, hier geht's. Oh. Verdammt, wie knapp. Mieser Tag, ey. Ist mies gelaufen heute für ihn. Heute ist ein richtig mieser Tag. Heute ist ein richtig, richtig mieser Tag. Das meine ich. Ich habe eine zwei Sekunden früher ausgeholt. Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Aber wir sind am Geleit. Einen alten Hauptmann habe ich gekillt, ey. Alter, was ist das denn hier für ein Speer im Kopf? Alter, was hat der... Ey, da, wo kam der denn jetzt her, bitte? Boah! Uncle! Uncle! Onkel, Vater! Mein Onkel! Nee, Alter, nee, da machst du nichts. Du bist da in den Massen drin. Das ist so geisteskrank. Aber wir stoppen die gut weg, ne? Im Moment ja. Aber jetzt sind sie wieder da. Heilen, tröten. Achtung, jetzt kommen die gleich von hinten eingefallen. Geleit. Ich muss mich verbinden. Wieso stirbt der nicht? Oh, come on. Wo kommt der jetzt plötzlich her? Ja, warum ist der nicht draufgegangen? Er ist ja. Alter, drei Leute verfolgen mich. Was soll denn das? Ja, es ist richtig geisteskrank. Fünf Personen stehen auf einmal um mich herum, Alter, und prügeln auf mich ein. Ist da kein anderer außer mir, frage ich mich immer. Ich glaube, es ist nur der pure Hass. Einfach der pure Hass, der hier entsteht. Mann, wir haben so schön geblockt. Und jetzt... Boah. Stürmen sie wieder ran. Ah, und wie? Ich hab wieder ein Köpfchen da hingelegt. Die rennen dann wirklich hinterher, die sind richtig geil auf einem, ne? Ja. Diese Piekser nerven mich total.
Diese Piekser. Aua, ja, aber er hat auch eine gute Strategie, aber... aber weil ich kam, hat er sich wieder auf mich konzentriert. Ja. Das an meinem Helm? Ja, dein Helm ist schon so. Und er hat euch alle nicht mehr beachtet. Du hast es gerade selbst gesehen. Ihr kämpft gegen den und dann stehe ich da. Oh, da auf den muss ich drauf jetzt. Weißt du, warum? Boah. Oh, Alter, regnet's brennende Pfeile und alles. Wo kommt der jetzt her? Ey. Als hätte er gewartet. So, ich stell mich in die Hände rein. Aber ich greife niemanden an. Bevor ich erwischt werde, greife ich dann lieber Kreis an, sobald er keine Energie mehr hat. Boah, was soll das? Ja, die hassen dich halt. Die sehen dein Gesicht und denken sich, oh, guck dir den an. Was soll das sein? Eine Mischung aus Jay Leno und Badger? Und dann sind die richtig zornig. Oh, jetzt ist Gatehouse. Ja, oh, und die sind motiviert, die Jungs, ne? Naja. Die sind in 2 Sekunden wieder hier oben. Hochmotiviert die ganze Bande hier. Okay, da kommen jetzt welche hoch auf beiden Seiten. Auf der Seite sind wir jetzt halt, wenn ich jetzt rübergehe, weiß ja, wie es ist. From the Mason Order. Boah, was war das denn? Der eine lacht hier die ganze Zeit. Oh nein! On call. Warum rennen jetzt alle hier oben hin? Achtung, die versuchen uns den Spawn hier schon zu kappen. Voila, ich hab hier durch. So einen Ruckler. What? Okay, das ist verloren. Das ist hart verloren, Alter. Warum? Na, weil die jetzt da eben gerade so reingecrashed sind auf der einen Seite, da kommen sie jetzt durch. Die haben es halt richtig clever gemacht. Die haben an der Treppe, wo du hoch musst, halt Brandbomben wie blöde hingeworfen. Das war ein schlauer Move. Schnell, alle in die Mitte. Steht nicht am Rand rum. Ja, ich versuch's ja gerade, aber... Ja, schlachtet ihn. Boah, Alter, wie einfach. Boah, wie hier die brennenden Pfeile auch hochgeschossen kommen. Das war aber ein Teamkill, glaube ich. Oder? Ich bin doch blau, ne? Ja, du bist blau. Oh, ich hau die ganze Zeit auf die Drecksblauen ein. Nein, nein, ich wurde von einem Blauen gekillt. Ja, jetzt treiben wir sie zurück. Ja, ja. Das sehr war gut. Das war gut. Boah, Alter. Hauptmann Kittel. Ja, wie heftig. Der swangelt da einmal an der Seite rum. Alter Hauptmann Kittel. Boah, aber da hinten ist richtig was los hier, ne? Ja. Wie? Wie geht das, Alter? Ich brauche euch in der Mitte. Na, jetzt holen sie sich. Guck mal, wie schnell das dann immer geht. Nein, komm. Ah, wir müssen das... Ich steck fest. Yeah.
Noch! Noch halten wir es! Sehr gut, laufen alle hin. Boah, hab ich eben gerade gut weggemetzelt. Wir haben gerade einen stronger Run. Da kommen welche. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen im Mordachs-Modus, ne, aber. Oh, oh, jetzt wollen sie uns burnen. Jetzt hier die Massenburnerei. Weil sie kommen halt auch nicht hoch, ne? Nee. Eine sehr gute Protection. Alter, links diese Dinger aufgestellt, rechts sind die Flammen. Es läuft, es läuft. Es läuft, ey, es läuft. Schön an der Klöttges, ne? Schön an der Klöttges gelabbert. Oh, wo gestern bei meiner Mutter an der Klöttges gelangt. Schmeißen sie hier Brandbomben. Das finden die auch noch gut. Jetzt ist der hier irgendwo rumgelaufen. Oh, da wird schon zerhackt. Oh, mein Schild hat eben aufgegeben. Der alte Jin Jin. Jin Jin Jivavarek. Entschuldigung. Sorry, Mann. Oh ja, jetzt. The Sound of the Underground, der jetzt direkt losgeht. Alter, es läuft. Boah. Da ist voll mit Flammen. Da sind die Töpfchen wieder. Boah, Alter, wie sie Töpfchen werfen hier alle. Jetzt ein GG Noob reinschreiben und was? Der Chat brennt. Sie werfen ihr Zeug. Bringt nix. Nachtgrabbe. Haben wir den nicht schon mal gehabt, die Nachtgrabbe? Ich weiß es nicht. Oh nein. Heilung. Boah. Boah, woher kommt das denn? Alte Gunnar. Lady Gunnar hat mich getötet. Lady Gunnar? Lady Gunnar Gausen. Alter, wie der da runtergefallen ist. Das ist schon geil. Jetzt versuchen sie es nochmal von hier. Oh. Alter, war das eine geile Protection. Das war eine Protection. Da haben wir dicht gemacht. Das waren starke Rödelrunden. Schön den Agatha haben wir da gemacht. Da mussten sie ihre Waffen niederlegen. Da haben wir so lange und so professionell Schwäne wirkt. Der, ne, das ist schon ein harte Nuss, muss man halt sagen. Ja, ja. Aber war geil. Das war richtig nice. Du musst dich nur auf diesen Mordakt einspielen, wenn dann... Wenn ein Profi richtig am Würgen ist, ist halt Kunst, ne? Ich hab den weitergeerbte Mordaxt-Waffenskin, also von Großvater Mordi. So Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Tschö! Morty!